Es ist das traurige Ende einer großen internationalen Karriere. Das 175. Länderspiel von Gianluigi Buffon ist sein letztes. 0:0 gegen Schweden. Italien verpasst die WM in Russland. Was für ein bitteres Ende einer glanzvollen Laufbahn. Mit Tränen in den Augen verkündet Buffon direkt nach Abpfiff seinen Rücktritt. Abwehrchef Chiellini zollt dem legendären Keeper höchsten Respekt. Ich möchte Gigi Buffon für alles danken, was er getan hat, für alles, was er gegeben und uns hinterlassen hat. Wir werden ihn nie vergessen. Ich kann mich glücklich schätzen, 13 Jahre meiner Karriere mit ihm bei Juventus und in der Nationalmannschaft verbracht zu haben. Das ist bitter. Er hätte bei der WM dabei sein sollen. Buffons Länderspieldebüt 1997. Da war sein designierter Nachfolger im italienischen Tor, Gianluigi Donnarumma, noch nicht mal geboren. Größter Erfolg, der Weltmeistertitel 2006. In Russland wollte der 39-jährige Buffon mit seiner sechsten WM-Teilnahme zum alleinigen Rekordhalter werden und war vor dem Duell mit den Schweden zuversichtlich, dass ihm das auch gelingt. Es ist lange her, seit wir Playoffs-Spiele hatten. Das macht es noch spannender, jetzt gegen Schweden anzutreten, zumal der Sieger nach Russland fährt. Wir wollen zur Weltmeisterschaft. Italien war nahezu immer dabei und wir hoffen, dass wir das fortführen können. Geklappt hat das bekanntlich nicht. Zum ersten Mal seit 60 Jahren verpassen die Italiener eine Weltmeisterschaft. Das letzte Länderspiel von Gianluigi Buffon. Es ist der traurige Rücktritt einer Ikone.